Schönen guten, da ist er wieder. Und die Torschung 2015 ist auch dabei. Und Borussia Dortmund sowieso. Und da, wir haben ja letzte Folge, also haben wir ja quasi im Transferfenster, was immer noch da ist, was ich aber noch nicht, ich muss unbedingt machen, wir müssen mal unbedingt gucken, hier nach den Jugendspielern nochmal. Da waren doch auch so Brecher bei, Brecher Lukas zum Beispiel. Ja, haben wir einen super Transfer getätigt, also hoffe ich zumindest. Ich meine, wenn das in echt so der Fall gewesen wäre, ich hätte mich gefreut. Ich hätte mich weggeschmissen, ich wäre eine Woche außer Gefecht gewesen. Ja, das haben wir möglich gemacht und wir haben leider einen Kredit am Laufen gerade für 37 Millionen. Ist mir egal, habe ich einfach mal so gemacht, weil ich weiß, dass der Junge das wert ist. Also zumindest, wenn man jetzt der Realität, ich breche ab, den Ginter will ich behalten, Zlatanovic, die 20 besten Spieler der Welt, da gehört der Ibra auf vierter Stelle dabei. Und er spielt in Dortmund, liebe Leute. So, so viel dazu. Das ist einer, den werde ich nicht verkaufen, die nächsten 30 Jahre. Blazikowski, nein, ich verkaufe den nicht. Was wollt ihr denn von mir? Wolfsburg auch noch? Nö, nö. Jugend haben wir fertiggestellt, das ist schön. Arzt haben wir auch fertiggestellt, das ist sehr schön. Ibra braucht einen Arzt, der ist schon alt, der muss ab und zu mal sich da eine Spritze abholen. Das Big Blaze Turnier steht auch an. Da, ey, meine Stimme mal. Ich habe jetzt 3 Folgen hier, nehme ich gerade am Stück auf. Und ich merke schon, wie sich das in meinem Alter niederschlägt. Vor allem meine Stimme ist ja sowieso nicht irgendwie so gut drauf in letzter Zeit. Ich weiß nicht warum. Nach dieser bombastischen Erkältung da war da nicht mehr viel. 2-0. Sehr schön. Wir haben gewonnen das erste Spiel, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja. Nächstes Mal gegen Viktoria Hamburg. 9-0. Ja, nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Davon hat bestimmt 10 Mal Ibra getroffen. Das war extra, ja. Also, pass auf. Stuttgart, 2-1 gewonnen. Greuther führt 3-0 gegen im Finale im G Leverkusen 04 bei 2-0 gewonnen. 1. 500.000 Siegprämie. Die würde ich glatt dem Ibra geben, weil der hat natürlich Adrian Ramos. Ja, den würde ich eventuell noch verkaufen. Soll ich? Ich muss mal in den Jugendkader gucken, ob wir dann einigermaßen Stürmer haben. Naja, 3 Sternchen ist jetzt nicht so schön. Aber er hat immerhin eine Stärke von 14,8. Den Wirsing Philipp, der wird auf jeden Fall kommen. Demnächst mal. Ob ich den abgeben will, 17 und 14, das sind immerhin 3 Unterschiede. Ne? Aber so oft spielt er jetzt nicht. Ich behalte dich erstmal, komm. Ich mag den Arm. Ich wollte Adrian Ramos sagen und habe dann Armos gesagt. Also den mag ich schon. Also ich bin auch gespannt. Also ich glaube, der kann wirklich auch mehr, als das im Moment so läuft bei ihm. Der kann schon was. Er ist nicht so schlecht eigentlich. Ich weiß nicht, was. Der hat im Moment auch seine Problemchen da, ne? Er spielt auch nicht so oft. Das kommt natürlich dabei. Man braucht diese Spielminuten einfach, um zu spielen, um auch was zu bewegen oder so. Ich kenne das von mir. Ich habe mal, ich war in der Jugend und habe da gespielt und gespielt und gespielt und war da nicht so übel. Also jetzt natürlich hier in dem Maßstab, ne? In dem anderen Maßstab, nicht hier Bundesliga-mäßig, ist ja klar, ne? Sonst würde man mich ja vielleicht kennen da. Aber da so, also so weit hat es halt nicht gereicht, ne? Beste Elf hier, zack, Ibrahimovic. Mein Herz. Und Immobile. Na, was ein Team. Ja. Und ja, dann habe ich da lange gespielt und irgendwann habe ich dann keine Lust mehr gehabt, wie das so ist in der Jugend, ne? Man hat dann irgendwann mal, kommen mal andere Sachen, die einem wichtiger sind. Da hat man nicht so mehr so einen Bock und dann, ne? Hat man mal ein Jahr nicht gespielt oder so.
Und dann hat man sich irgendwann mal überreden lassen, doch wieder zu spielen. Und also bei einem anderen Club dann war ich. Oh! Ach, Ibra, was los? Ich kenne dich nicht. Oh, Mobile. Ibra, wenn du jetzt kein Tor machst, komm schon, komm schon. Ja, dann habe ich, wie gesagt, auch mal ein Jahr nicht gespielt und dann bin ich woanders hingegangen. In den Club da, wo mein Cousin dann auch gespielt hat. Die brauchten da irgendwie einen und so. Und dann habe ich mich da irgendwie breitschlagen lassen. Was ist da los? 2-2. Ibra, ich habe dich gekauft, damit du die Dinger da reinhaust. Gegen Bayern. Gegen Bayern. 2-2 kann man mit leben, was soll's. Ja, und dann, um dann endlich mal fertig zu werden, vielleicht habe ich dann mal ein Jahr nicht gespielt und dann hast du mal wieder gespielt und dann hast du gespielt wie der erste Mann. Also wie der erste Mensch, quasi. Ich war so unzufrieden. Das war so scheiße. Und da hatte ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Straßenbahn ist auch fertig. Ja, wunderbar. Aber das kommt dann wieder. Man braucht halt so 2, 3, 5 Spiele, bis man da irgendwie wieder sich selber auch wieder erkennt, wenn man da auf dem Platz steht. Und dann geht das schon. Ibrahimovic. Wieso spielt Oma nicht? Ist mir jetzt egal. Ich will jetzt hier den Sieg. Ich habe wenigstens die Spiele gemacht. Ne? Ja, richtig. Zlatanovic, jetzt komm. Junge, enttäusch mich nicht. Blaschikowski. Bam. Kopfballtore sehr selten bei ihm, aber er macht so rein. Und Ramos. Kopfballtore, ja, schon öfter. Der ist ja kopfballstark. Er ist schon ein guter Junge. Ich hoffe, da kommt noch was. Ich hoffe, da geht noch was. Dass sein Knoten platzt. So tut schon mit einer Direktabnahme. Also das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ibra, was ist los? Fehlkauf oder was? Nee. Mach mich nicht fertig. Ich will was sehen. Ciro Immobile, 11 Tore in der Bundesliga. Das kann ich sehen lassen. Trotzdem, warte mal. Ibra, Alter. Ne? Ich will jetzt was sehen, komm. Es kann nicht möglich sein, dass du hier abkackst. Wir machen weiter. Und zwar gegen Wolfsburg Nummer 5. 200er Stärke. Wir haben beste 11, 209. Lukas Piszczek, immer noch verletzt, der arme Kerl. Wir halten dagegen und 30.000 in Wolfsburg. Echt, haben die nur so wenig? Ich weiß es gar nicht. Aber wenn es da steht, wird es wohl so sein. Tja, da sollten sie vielleicht mal investieren, finde ich. Sokratis. Gut. Ibra, wo bist du? Perisic. Alles so alte Dortmunder, ne? So schöne Sachen. Schürrle. Kann auch mehr, finde ich. Also, es sind so viele, die. Und dafür sind andere wieder, ne? Also, ich weiß auch nicht, was da los ist. De Bruyne. Finde ich auch sehr schade, dass er gegangen ist. Dann sieht man mal wieder, wie die Kohle lockt. Ja. Muss man ganz klar sagen. Ich dachte, das wäre ein guter Junge. Also. Er ist ein guter Junge, ne? Also auf dem Platz zumindest. Aber was ich so meine, sind diese guten Jungs, die einfach sagen, komm, ich weiß nicht, ich bleib hier oder was. Ich brauche jetzt nicht eine Million mehr ausgeben. Oder eine Million mehr verdienen, um sie dann auszugeben. So meine ich das. Ich bin hier zufrieden und alles gut. Erstmal. Er hätte ja auch nochmal ein Jahr bleiben können und dann erst gehen können, sozusagen. Ne? 260.000 bekommen wir hier für das Abstellen unserer Nationalspieler. Sigurdsson, Hevelsson, Island. Ah ja, Hummels. Sehr schön. Ja, und solche Leute, die fehlen mir einfach. Das sind so jetzt wie Hummels oder Gündogan, die gesagt haben: Komm, ich bleibe nochmal ein Jahr in Dortmund und will mal sehen, was passiert jetzt unter Tuchel. Und verzichte da auf die eine oder andere Million wahrscheinlich. Ja, also in Dortmund, also wenn jetzt Hummels zum Beispiel gegangen wäre, der hätte woanders in England, ne, das große Thema, hätte natürlich ein Hummels viel mehr Geld verdient als in Dortmund. Muss man so sehen und es ist einfach so. Und dann fehlt mir eben öfter mal diese
dass da so ein Junge sagt, pass mal auf, ne, ich bin hier ganz glücklich oder ich möchte es hier werden oder ich will gucken, was passiert und so. Die so ein bisschen an dem Club auch hängen, ne? Also so De Bruyne hat jetzt in Wolfsburg überragend gespielt, muss man sagen. Und ja, kam aus England, weil es da nicht so gelaufen ist. Jetzt war er irgendwie ein Jahr oder 2 Jahre. 2 Jahre, glaube ich, in Deutschland halt, bei Wolfsburg. Und es lief fantastisch hier, also schon im ersten Jahr, muss man sagen, für ihn. Und dann kommt da so ein Wink da mit den Scheinchen, ne? Und schon ist er weg. Das finde ich nicht schön. Also finde ich schade, finde ich kacke einfach, finde ich scheiße, weiß ich nicht. Ich wäre, glaube ich, anders. Ja, wahrscheinlich wäre ich anders, echt. Tatsächlich. Ich glaube, ja, ich wäre anders. Im letzten Jahr, wenn ich so sagen würde, pass auf, ich spiele noch ein Jahr und dann war es das. Dann höre ich auf. Egal, wie es läuft. Und also zum Ende meiner Karriere, wo ich dann sagen würde, komm, jetzt will ich noch einmal richtig was fürs Konto haben, dann ist das wieder was anderes. Wenn dann einer sagt, komm, ich nehme jetzt nochmal die 80 Millionen mit, die ich hier verdienen kann. Und ich übertreibe natürlich, ne, Leute, jetzt zerfetzt mich nicht. Weißt du, dann würde ich sagen, okay, ja, noch einmal irgendwie, bevor man es gar nicht gemacht hat, mal was ausprobieren. Aber ich finde irgendwie, man kann auch zwischendurch wechseln, so sehe ich es. Es ist nicht jetzt nicht so, so meine ich das jetzt nicht, dass man jetzt immer da bei einem Club bleibt. Ne, wenn es nicht läuft oder irgendwie was, dann muss man natürlich seine Dinge abwägen und so weiter. Aber nur, weil man da ein Tausender mehr verdient, ich untertreibe gerade, falls ich das, ich muss das mal dabei sagen. Und ich verliere gegen Schalke. Hallo! Alter, jetzt reicht's mir aber hier. Wofür hab ich denn Ibi? Ich will jetzt hier gewinnen. Komm hier, 200.000, gibt it. Ich wechsle nicht aus, oder? Irgendwie spielt der Mittelfeld hier. Dieser mittlere Mittelfeldspieler ist irgendwie immer eine 4. Warum? Spielende? Nein. Ey, wir haben gegen Schalke verkackt. Ein Grund, den Trainer zu feuern, oder? Ich kann es nicht glauben. Naja, und Ibra hat immer noch kein Tor geschossen. Und jetzt bin ich wieder vollkommen raus. Jetzt weiß ich wieder überhaupt nicht, was ich sagen wollte. Oder wo ich gerade bei war. Oh, das ist eng. Egal. Ja. Also sowas, solche Leute fehlen mir einfach. Finde ich doof, wenn die sowas machen. Weißt du, was ich meine? Finde ich nicht so schön. Vielleicht bin ich da auch etwas zu romantisch eingestellt. Keine Ahnung. Hallo, was ist denn da los? Seid ihr denn noch Banane? Oder was? Kagawa, Mücke, ihr. Öno an. Ibra bleibt. Oh, habe ich nicht drauf gedrückt? Ach, der ist sich verletzt. Na gut, dann kommt Ober. Hinein ins Glück. Jetzt schießt ein Tor. Oh, Bayer Leverkusen Son. Ist auch gegangen, ne? Ja klar, deswegen haben sie Kampel geholt. Wo ist denn der hingegangen? Auch nach England, oder? Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, weil... Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht, warum. Ich würde es gar nicht wollen. Ich würde es nicht irgendwie wollen. Keine Ahnung. Ich hatte ja auch, wie gesagt, da meine Karriere. Da sollte ich auch bei einem besseren Club spielen mal irgendwann. Und dann habe ich auch gesagt, ne, ich bleib hier. Ich bleib bei meinen Jungs, bei meinem Verein, bei meinem Heimatverein. So. Da ging es auch nicht um Geld oder so. Das ist eine andere Zeit und so. Das war ja Jugendfußball und da war das eben noch nicht gang und gäbe. Ich weiß nicht, ob das im Jugendfußball ist, das ist sowieso nicht so, ne? Und das war die Zeit damals. Ibra! Oh, komm! Jawohl! Na, das war ein Einkauf, was? Erstes Tor. Scheiße. Ja, aber da wird noch mehr kommen, ich hoffe nicht. Ich glaube, da wird noch Torschützenkönig. Ich hoffe es. Reus! Oh nein! Der hat es auch immer, ey. Der hat immer ein Problem, du leck mir im Arsch. Warum ist der so anfällig? Finde ich kacke. Natürlich finde ich das kacke.
Hummels. Ich kann Hummels nicht auswechseln, das geht gar nicht. Nee, komm, also. Dies machen wir nicht. Dies machen wir nicht. Dies machen wir nicht. Ja, ich kann, ich will, ich hab, ich du, ich, Ober. Komm ran hier. Ich brauch dich. Ich brauch dich, Junge. Machst du bitte eine Tore? Keine eine. 1-1. Nicht gut. Wie war denn das Hinspiel? Gab's ein Hinspiel? Oh. Oder war das das Hinspiel? Ich habe nicht aufgepasst. Ich erzähle hier immer irgendwelche Sachen und passe nicht auf. Gut, aber jetzt ist die Folge vorbei. Ja, letztes Mal haben wir viel ziemlich überzogen. Heute haben wir jetzt ein Tor gesehen von Ibra und das war's wert. Und ja, ich freue mich. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.